Der kommt. Lass mich raten. Talia und rettet uns. Bruce, nee. Du kannst mich hören, nicht wahr? Du musst ins Licht gehen. Dein Vater und ich warten. Wir haben dich so vermisst. Du musst es tun. Du musst es für uns tun, Bruce. Bruce? Bruce! Bruce! Hörst du mich? Deine Vitaldaten, sie brechen ein. Es ist, als wären sie im freien Fall. Was immer du auch suchst, du musst es finden. Sofort. Wie viel Zeit bleibt mir? Oh, Gott sei Dank. Ich will nicht drum rumreden. Wenn es so weitergeht, Minuten. Ehrlich, Bruce, du musst mir genau sagen, was ich tun muss. Was soll Robin machen? Du weißt, wenn du nicht... Ich schaffe es. Was ist denn da? Ja, ich sollte vielleicht keine Umwege gehen, ne? Detektivmodus klappt auch nicht mehr. Ich bin ganz schön fertig. Du siehst nicht gut aus, Batman. Du siehst nicht gut aus. Wollen wir mal gucken. Die Kammer des Dämons. Hier geht's zu Rage. Rage oder wie auch immer, Al-Ghul. Vor allem, war das mal ein Klo? Oder meine Dusche oder so? Bin ich denn hier? Ah, ich bin hier drunter, hier rein und dann... Der Punkt ist aber hier hinten. Das heißt, ich bin jetzt irgendwo hier. Mehr jetzt geradeaus kann ich aber auch nicht gehen. Wo sind eigentlich die Gegner? Hier sind zu wenige. Da sind sie doch. Warnung beherzigen sollen. Hier unten wird dich niemand retten. Halt! Doch. Ulala. Hallo, Talia. Wie konntest du uns finden? Ich habe deine Leibwächterin wiedererkannt. Ich musste ihr danach nur folgen. Herrin, ich habe mich von ihm austricksen lassen. Verschwinde. Ich kümmere mich später um dich. Wieso lässt du dich festnehmen, nur um mich zu sehen, Bruce? Nach unserer gemeinsamen Nacht in Metropolis hättest du doch auch einfach anrufen können. Ich bin nicht deinetwegen hier. Wo ist Ra's? Wenn er wieder tot ist, musst du ihn wieder erwecken. Nur ein würdiger Nachfolger darf dem großen Ra's al Ghul gegenübertreten. Mein Vater wollte immer, dass wir zwei zusammen sind. Und seine Armee gemeinsam befehligen. Stell dir das vor. Du, ich, eine bessere Welt. Dein Gesicht! Was ist passiert? Ich will den Platz an deiner Seite einnehmen. Du willst ein Assassin werden? Wieso sollte ich dir diesen Sinneswandel glauben? Du hast mein Gesicht gesehen. Sehe ich aus, als hätte ich eine Wahl? Bist du bereit für die Prüfungen des Dämons? Beweise, dass du ein Leben beenden würdest, um die Welt zu retten. Ich bin bereit. Oh, oh. Mögen die Prüfungen beginnen. Na toll. Oh, ja, ich war abgelenkt, sorry. Tausende von Kriegern sind auf der Jagd nach dem Dämon umgekommen. Viele der Möchtegern-Nachfolger waren nicht mehr als Kinder, die gegen die Grauen der Schöpfung ankämpften. Hab schon Schlimmeres gesehen. Nichts kann dich auf das vorbereiten, was folgt. Die Vorsehung entscheidet über dein Schicksal. Ich scheitere nicht. Ich habe diese Worte bereits 100 Mal gehört. Hoffen wir, dass du recht behältst. Du. Hm? Was? Deine Reise beginnt hinter dieser Tür. Fangen wir an. Bist du dir sicher, Bruce? Nur ein Mann hat diese Probe je bestanden. Versuchst du etwas, mir auszureden? Natürlich nicht. Ich wollte, dass du dir sicher bist. Wenn das Blut des Dämons von dir Besitz ergreift, bist du auf dich allein gestellt. Wie immer. Mögen die Geister gnädig sein. Ich
frage mich, warum dieses Prüfungsding mitten hier ist und nicht woanders. So. Und was zum Henker passiert jetzt? Willkommen, Detective. Ich bin der große Ra's al Ghul. Vor dir liegt die erste Prüfung des Dämons. Du musst aus dem Kelch trinken. So einfach ist es. Was, wenn ich nicht will? Ach, wahrscheinlich werde ich jetzt eh irgendwie unter Drogen gesetzt oder so. Gut. Kelch. Spüre, wie das Blut des Dämonen durch deine Adern strömt. Oh, deine Kacke. Gesundheit regeneriert und deinen Willen manipuliert. Das war doch wieder klar. Deine nächste Aufgabe ist leicht. Folge mir durch diese Welt und die Prüfung ist bestanden. Wenn du auf dem Weg etwas berührst, stirbst du. Was? Wie jetzt? Wenn ich auf dem Weg etwas berühre, sterbe ich, würde mich verarschen? Bei den Prüfungen des Dämons ist dein Instinkt gefragt. Vergiss die reale Welt. Was? Um lange Distanzen zu überbrücken, wo muss ich denn hin? Okay, ich versuche mich jetzt einfach mal. Was? Halten? Und ich bin tot. Das ging schnell. Mit dem Hochziehen hat schon mal gut geklappt. Ah, okay. Blaues Eis ist in Ordnung. Diese Prüfungen werden zeigen, ob du stark genug bist, meine Armeen zu führen und diese Welt von dem Bösen zu befreien, das sie zerstört. Das Böse, das sie zerstört. Wo muss ich denn hin? Ach, hier muss ich hin. Ich hab Wetterdingens, bla. Zeitlimit? Nee, hab ich nicht. Mann, ich weiß nicht, wie ich hier diese blöde Klingendrücken mache. Ich verstehe es nicht. Bist du derjenige, nach dem ich gesucht habe, Detective? Ich hoffe. Oh, cool, ich habe ein Level-Up. Ja, dann werde ich das mal eben direkt nutzen, ne? Kann ich nicht hier... Was kann ich denn machen? Kann ich nicht irgendwas Tolles, Neues... Kampfpanzer, Schockwellenangriff, Ausrüstung. Was ist das? Ach cool, da kann ich dann drum drauf rumlaufen. Waffenstörgerät? Nee. Energieverstärker. Schallbatterang? Nee. Lassen wir auch. Kampf. AX Bettschwarm. Okay. Da kriege ich bessere Kombo-Punkte. Mein Nachfolger? Ja, wenn du mir sagst, was ich machen muss, dann denke ich drüber nach. Hui! Ab in den Untergrund und ab in... In was? Das Blut des Dämonen hat es mir ermöglicht, 600 Jahre zu leben. Stell dir vor, wie viel Gutes du in so einer Zeitspanne tun könntest. Ziemlich viel, ja. Ziemlich viel. Uhuhu, scheiße. Angekommen. Ach man, ärgerlich. Verdammt, fast. Fast hatte ich's. Also, warte nochmal.
So. Nein! Schon wieder nicht. Gibt's doch nicht. Kommt man aber auch nicht raus, ne? Dann kannst du, brauchst du nicht mehr wiederholen. Klicken, da musst du eigentlich nur warten. Sind wir extra Punkte, wenn man genau die Linie einhält? Ah, diesmal hat's geklappt. Wie ich sehe, wird dein Körper schwächer. Die geringe Menge, die ich dir zu trinken gab, wird dich ein paar kostbare Stunden länger am Leben erhalten. Zeit für dich, die ultimative Entscheidung zu treffen. Wieso habe ich das Gefühl, dass da Gegner kommen? Nicht? Keine Gegner. Okay, keine Gegner. Wo muss ich hin? Da hinten hin. Und flieg, Batman. Flieg, Betsy, flieg. Da komme ich doch dran. Gott sei Dank. Jetzt kommen wieder Gegner, ne? Hör auf zu lachen. Wow. Ich weiß nicht, wie das gehen soll, so eine Kacke. Ich verstehe es nicht. Warum sind die so schnell? So. War das jetzt richtig? Upsala. Aua, ich hänge mitten im Abgrund. Also im Abgrund. Im wahrsten Sinne. Ah, das geht. Komm schon. Das klappt doch überhaupt nicht. Mann! Alter, verdammter Drecksack. Das ist doch echt nicht... Komm schon. Komm schon. Komm schon. Wieso kriege ich diese blöde Kombo nicht? Gegenüberzutreten. Bewältige diese Warte mal. Das kann doch nicht sein, dass ich den nicht hinkriege. Diese blöde Kombo, ey. Wo ist denn das? Ach, toll. Maussteuerung. Danke. Schnell, Batclaw. Das ist alles überflüssig. Okay. Herausforderung. Und das Blut des Dämonen wird dir das ewige Leben schenken. Tja. Will ich das jetzt eigentlich haben? Ewiges Leben? Er will schon ewiges Leben. Und tschüss. Ab in den Untergrund. So, kommt jetzt Ra's al Ghul. Ich bin gut gemacht, Detective. Jetzt komm und finde mich. Hole dir deine Belohnung. Ah, da bin ich wieder. Ich kann immer noch nichts machen. Aber ich bin wieder fit. Oh, da oben ist Talia. Und was hast du jetzt zu erzählen, Talia? Du hast es geschafft. Klar. Bist du überrascht? Natürlich nicht. Ich habe immer daran geglaubt. Wo ist Ross? Ich muss ihn sofort sehen. Mir läuft die Zeit davon. Deine letzte Herausforderung wartet hinter dieser Tür. Ich bete, dass die Geister gnädig sind. Hat die nicht eigentlich mal schwarze Haare? Wenn ich mich richtig erinnere. Und der Dämonenbrunnen. Ra's al Ghul. Vater. Willkommen, Detective. Es ist Zeit für deine letzte Prüfung. Töte mich. Nimm meinen Platz als Kopf des Dämons ein. Es ist dein Schicksal. Ich töte niemanden. Nicht einmal dich. Was? Du hast mich belogen. Ich brauche etwas vom Blut deines Vaters. Es gab nur diese Möglichkeit. Erlaube mir, also wie immer, dir zu helfen. Benutze mein Schwert. Nimm alles davon. Nein. Und das? Das ist dein letztes Wort? Na toll.